hast Schmerzen in deiner Achillessehne bei sportlicher Belastung. Du hast schon super viel ausprobiert, aber irgendwie kriegst du es nicht hin, langfristig schmerzfrei zu werden? Das liegt sehr wahrscheinlich daran, dass du nicht an der zugrunde liegenden Ursache deiner Achillessehnenreizung gearbeitet hast. Es gibt ganz viele verschiedene Faktoren, die dazu führen können, dass du Schmerzen in der Achillessehne bekommen kannst. Ein wichtiger Faktor davon ist die Kraft der Wadenmuskulatur. In diesem Video zeige ich dir, wie du selbst herausfinden kannst, ob du vielleicht ein Kraftdefizit der Wadenmuskulatur hast. Und dann zeige ich dir natürlich meine besten Übungen dafür, wie du die Kraft der Wadenmuskulatur sukzessive wieder aufbauen kannst, damit sie stark genug ist für die Belastung, die du in deinem Alltag machen möchtest. Hallo, schön, dass du dir dieses Video anschaust. Mein Name ist Sarah und mein Ziel ist es, dir zu helfen, selbst etwas zu tun, um langfristig schmerzfrei zu werden und in deine Leistungsfähigkeit zu kommen. Dabei nutze ich mein gesammeltes Wissen aus der Physiotherapie und aus der Sportwissenschaft und ich kombiniere das Ganze mit den neuesten aktuellen Erkenntnissen aus der Wissenschaft. Heute geht es wieder um das Thema Schmerzen in der Achillessehne. Ich habe dir in den letzten Videos schon gezeigt, was sind die Ursachen für eine Achillessehnenentzündung und was kannst du im allerersten Schritt tun, um deine Schmerzen deutlich zu reduzieren. In diesem Video wird es darum gehen, was kannst du wirklich an den zugrunde liegenden Ursachen tun, beziehungsweise wir werden uns auf eine dieser Ursachen zunächst einmal beschränken und das ist die Kraft der Wadenmuskulatur. Denn wenn du ein Kraftdefizit in der Wadenmuskulatur hast, dann kann es eben sein, wenn du dich sportlich belastest, dass du diese Muskulatur über ihre Leistungsfähigkeit hinaus beanspruchst und dann wird eben die Achillessehne vermehrt gereizt. Ich zeige dir heute in diesem Video zum einen Tests, wie du herausfinden kannst, ob du tatsächlich ein Kraftdefizit hast und natürlich dann auch die Übungen, die du machen kannst. Wichtig ist mir aber, dass du von deinem Schmerz, den du im Alltag hast, schon deutlich reduziert bist. Das heißt, wenn du gehst, wenn du Treppe steigst, deinen ganz normalen Alltag gestaltest, außerhalb deiner sportlichen Belastung, dann solltest du so gut wie keine Schmerzen mehr haben. Wenn du eine Skala von 0 bis 10 hast, 0 wäre kein Schmerz und 10 ist unerträglicher Schmerz, dann bist du bei deinen Alltagsaktivitäten am besten maximal auf einer 2 bis 3. Ja? Falls das nicht der Fall ist, falls du deutlich mehr Schmerzen hast, dann schau dir gerne mein Video zum Thema Schmerzen reduzieren nochmal an. Weil da zeige ich dir, was du tun kannst, um diesen Schmerz schnellstmöglich nach unten zu drücken. Wir gehen heute den zweiten Schritt. Wir arbeiten heute an der Kraft der Wadenmuskulatur und damit steigen wir jetzt auch direkt ein. Starten wir damit, wie du herausfinden kannst, ob du tatsächlich ein Kraftdefizit in der Wadenmuskulatur hast. Das Objektivste ist natürlich, wenn du in ein Bewegungslabor gehst und das Ganze richtig testen lässt. Aber hier geht es ja darum, was kannst du selbst zu Hause machen. Und da gibt es eben aus der klinischen Praxis und auch aus der Wissenschaft einen Test, den du super selber zu Hause machen kannst. Und das ist das einbeinige Wadenheben. Dabei gehst du auf einem Bein stehend immer wieder in den Zehenstand hoch und runter. Das zeige ich dir gleich. Und versuchst eben mindestens 25 Wiederholungen davon zu machen. Schaffst du 25 Mal dieses einbeinige Wadenheben, hast du in der Regel kein ausgeprägtes Kraftdefizit der Wadenmuskulatur. Wichtig ist mir dabei, dass du auf bestimmte Faktoren in der Ausführung achtest. Das erste ist zum einen, dass du darauf achtest, dein Knie gestreckt zu halten. Das zweite, worauf du bitte achtest, ist, dass dein Fuß nicht zu sehr auf die Außenkante kippt, sondern dass du gerade hochgehst. Und das dritte ist, dass du darauf achtest, nicht mit Schwung zu arbeiten, sondern die Wiederholungen langsam und gleichmäßig durchführst. Im Idealfall, um dich selbst zu kontrollieren, gehst du hoch, zählst bis 3 und gehst wieder runter, zählst bis 3. Ich mache dir das einmal vor, wie das Ganze aussehen sollte.
Wichtig ist mir auch, das fällt mir gerade noch ein, dass wenn du das an der Wand stehend machst fürs Gleichgewicht, dass du dich jetzt nicht irgendwo abstützt auf einem Stuhl oder sowas, sondern mach es ruhig an der Wand, leg jeweils einen Finger an die Wand. Das gilt nur, ist nur dafür da, dass du nicht das Gleichgewicht verlierst. Ja? Das heißt, du stellst dich auf ein Bein und gehst jetzt auf die Zehenspitze hoch und wieder runter. Und dabei kannst du bis 3 zählen. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ihr seht schon, die Durchführung ist relativ langsam. Wichtig ist jetzt, dass ihr wirklich so viele macht, wie ihr könnt. Ja? 25 ist dabei so die Maßgabe, das habe ich gerade eben schon gesagt, aber versucht wirklich so viele zu machen, bis ihr nicht mehr könnt, bis ihr die Ferse nicht mehr vom Boden hochkriegt. Ja? Weil dann habt ihr wirklich eine gute Aussage darüber, wie ist es um die Kraft eurer Wadenmuskulatur bestellt. Hast du jetzt Schmerzen in deiner Achillessehne, kann es natürlich auch sein, dass der Schmerz dich limitiert. Ja? Das heißt, dass du aufgrund deiner Schmerzen nicht weiterkommst. Dann ist das auch eine Aussage, dass nämlich deine Wadenmuskulatur von der Kraft her gar nicht so sehr einsetzen kannst durch deinen Schmerz. Dann kann man trotzdem ein Krafttraining machen, um dich dann dahin zu bringen, dass deine Wadenmuskulatur und deine Achillessehne langsam wieder belastbar wird. Aber man macht das eben dann mit einer niedrigeren Intensität als Einstieg. Jetzt zeige ich dir gerade einmal, wie es nicht aussehen sollte. Ja? Das heißt, du machst nicht das Ganze mit gebeugtem Knie, du machst das Ganze nicht mit Schwung und versuchst hochzukommen und du gehst gleichmäßig hoch. Das heißt, du kippst nicht auf die Außenkante vom Fuß. Das sind die Faktoren, die ich eben schon mal genannt habe. Ich mache das Gleiche auch nochmal in einer Nahaufnahme für dich gleich. Kommen wir jetzt zu den Übungen, die du machen kannst, um die Kraft deiner Wadenmuskulatur zu verbessern. Du ahnst es vielleicht schon, das, was der Test war, wird jetzt auch im ersten Schritt zur Übung, denn wir nutzen das Wadenheben als Krafttrainingsmöglichkeit. Dabei kannst du, wenn du jetzt festgestellt hast, dass der Schmerz dich limitiert und du deswegen einfach nicht weiterkommst, also diese 25 Wiederholungen nicht schaffst, dann kannst du erstmal anfangen, beidbeinig zu arbeiten, um die Belastung nicht zu stark werden zu lassen. Das heißt, du machst das Wadenheben genauso, wie du es in der Testdurchführung gemacht hast, nur du machst es beidbeinig, achtest wieder darauf, Knie gestreckt lassen, du achtest darauf, dass du eine gleichmäßige Belastung auf dem Fuß hast, das heißt, du gehst nicht so sehr auf die Außenkante und du achtest darauf, dass du nicht mit Schwung arbeitest, das heißt, du zählst bis 3 beim Raufgehen und du zählst bis 3 beim Runtergehen. Das mache ich dir noch einmal vor. So, wenn du das beidbeinig gut kannst und davon mindestens 15 Wiederholungen dreimal schaffst, dann steigerst du dich natürlich, versuchst auf 20 Wiederholungen zu kommen, versuchst auf 25 Wiederholungen zu kommen. Und wenn du das kannst beidbeinig, dann fängst du an einbeinig zu arbeiten. Und auch da schaust du, wie viel kannst du maximal, wenn das zum Beispiel 10 Stück sind, dann ist dein nächstes Ziel 12 zu schaffen, 13 zu schaffen, 14 zu schaffen etc. Dabei versuchst du wirklich 3 Durchgänge davon zu machen, ruhig auch auf beiden Seiten, also nicht nur auf der Seite, wo du Beschwerden hast, denn oft ist es so, dass nicht nur die Schmerzseite nicht so gut ist in der Kraft, sondern auch die gegenüberliegende Seite. Und wenn du das geschafft hast, wenn du das sowohl beidbeinig als auch einbeinig kannst, mindestens 25 Wiederholungen, 3 Durchgänge davon, dann geht es in die nächste Stufe. Die nächste Stufe sieht so aus, dass die Belastung dynamischer werden muss. Weil in der Regel, wenn du Läufer bist oder irgendeine andere Art von Sport machst, wo du laufen oder springen musst, sind die Bewegungsgeschwindigkeiten natürlich viel, viel höher als dieses langsame Rauf und langsame wieder runtergehen. Das heißt, auch die Bewegungsgeschwindigkeit in deinen Übungen muss höher werden. Also kannst du jetzt in diesem Wadenheben die Bewegung schneller durchführen, um eben schnell Kraft generieren zu können.
Das kannst du einmal wieder an der Wand stehend machen, wenn du das Gleichgewicht nicht hast. Ich will dir das aber mal zeigen, wie du das Ganze machst. Wenn du dich nicht an die Wand stellst, dann hast du gleichzeitig noch eine Gleichgewichts- und Koordinationsübung mit dabei und damit fängst du beidbeinig an. Du stellst dich beidbeinig hin und gehst jetzt mit sehr viel Schwung auf die Zehenspitzen, hältst das dort kurz und gehst dann wieder runter. Ich mache dir das einmal vor. Ich nehme immer die Arme mit, weil dann hast du gleichzeitig auch ein bisschen mehr Rumpfstabilität. Das heißt, du gehst auf die Zehenspitzen hoch und wieder runter. Und gehst dann auch gerne in so eine leichte Kniebeuge, hoch und wieder runter. Jetzt hast du gemerkt, das habe ich nicht so gut gehalten. Nochmal. Und wieder runter. Warum gehst du jetzt in die Knie? Wenn du springst und landest, würdest du es auch immer abfedern. Du würdest nie auf deinem gestreckten Bein landen. Und gerade, was ich jetzt gerade vorgemacht habe, ist auch ein wichtiger Punkt. Wenn du das machst, du gehst mit Schwung hoch und mit Schwung runter, dann beim Landen achtest du aber trotzdem auf, dass du das sanft auffängst. Das heißt, es darf nicht laut sein, dass deine Fersen auf den Boden knallen. Ja? Du gehst hoch, du gehst runter und es ist leise. Du gehst nicht hoch und machst so. Ja? Da merkst du schon, da federt man das nicht richtig ab, denn das ist nicht gut für deine Gelenke und ist auch nicht gut für deine Achillessehne. Wenn du das beidbeinig kannst, dann kannst du das natürlich auch einbeinig machen. Was heißt jetzt, du kannst das beidbeinig? Auch da wieder 20 Wiederholungen davon, 3 Durchgänge und die kriegst du hin, ohne dass deine Warnmuskulatur dir fast abfällt. Dann kannst du das Ganze auch einbeinig machen. Ja, das ist natürlich viel, viel schwieriger und fällt jetzt auch wieder unter den Aspekt Koordination, Gleichgewicht. Ist aber gerade für dich, wenn du Läufer bist oder wenn du Sprungsportarten machst, wo du auf einem Bein landest, unglaublich wichtig, dass du das kannst. Das ist der nächste Schritt. Wenn du das gut kannst, also diese kontrollierten Übungen, wo du dir viel Zeit nehmen kannst, dann ist es wichtig, dass du auch in Sprünge gehst. Ja? Das heißt, jetzt wird es wirklich hochdynamisch und dann fängst du auch wieder beidbeinig an, um dann in, die einbeinigen Übungen zu kommen. Beidbeinig, du wirst es jetzt wahrscheinlich schon ahnen, sieht es einfach so aus, dass du einen kleinen Sprung machst. Ja, ich mache das einmal vor, du gehst hoch und landest. Und du merkst jetzt schon, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, ich habe das nicht besonders gut abgefedert. Ich bin relativ hart aufgekommen. Und das ist dein Ziel, sowohl beim Absprung als auch bei der Landung weich zu landen. Ja, das heißt, du gehst hoch auf deine Zehenspitzen und du landest auch wieder ganz sanft runter. Das ist nämlich eine Qualität, die deine Wadenmuskulatur auch braucht. Dieses schnelle Beschleunigen nach oben und dann langsam wieder absenken, diesen, ich sag mal, den Fall abzupuffern. Und das ist gar nicht so leicht. Also nochmal kurz zusammengefasst. Es gibt verschiedene Stufen des Krafttrainings, die du durchlaufen solltest. Das eine ist, wenn es wirklich von der Kraft her nicht gut ist und du auch noch deutlich mehr Schmerzen hast, beidbeinig zu beginnen. Kannst du das beidbeinig, dann startest du einbeinig. Dabei geht es um diese langsame Bewegungsausführung, Wadenheben hoch und runter. Funktioniert das gut, dann darf es gerne dynamischer und schneller werden. Das heißt, du versuchst explosionsartig auf die Zehenspitzen zu gehen und auch wieder runterzukommen. Beim Runterkommen ganz wichtig, das Ganze richtig abzubremsen. Wenn du das kannst, dann geht es einen Schritt weiter in die tatsächlichen Sprünge, die du nachher dann ja auch fürs Laufen oder für deine Sprungsportarten brauchst. Wichtig ist dabei immer, dass du vom Schmerz her sehr, sehr niedrig bist. Am besten ist, du hast dabei gar keine Schmerzen. Es wäre für mich aber auch okay, wenn du auf einer Skala von 0 bis 10, 0 ist kein Schmerz, 10 ist unerträglich, bei maximal einer 2 bis 3 bist. Wichtig ist dabei auch, dass es während den Übungen ruhig ein bisschen unangenehm sein kann, aber du hast nicht mehrere Stunden danach oder an den darauffolgenden Tagen vermehrt Beschwerden. Wenn das so ist, dann ist die Belastung zu hoch. Dann entweder, je nachdem, wo du dich auf diesen verschiedenen Stufen befindest, eine Stufe zurückgehen oder zum Beispiel die Wiederholungszahl zu reduzieren. Also wenn du 20 gemacht hast, dann mach nur 15 oder wenn du 3 Durchgänge gemacht hast, mach nur 2. Das heißt, du musst für dich deine Dosis finden.
Nur weil es einmal jetzt mehr wehgetan hat, heißt das nicht, dass die Übungen schlecht für dich sind. Es heißt nur, dass deine Achillessehne in ihrer jetzigen Situation der Belastung nicht gewachsen ist. Und du musst deine Dosis finden. Das kann ruhig ein paar Wiederholungen brauchen, bis du die richtige Intensität für dich gefunden hast. Und von da aus steigerst du dich wirklich langsam und sukzessive. Sei nicht frustriert, wenn es ein bisschen länger dauert, wenn du 1, 2, 3 Wochen in der gleichen Intensität bleibst. Du wirst vorwärts kommen, wenn du die Limitationen deines Körpers tatsächlich auch berücksichtigst. Das war's zum Thema Schmerzen in der Achillessehne. Was kannst du tun, wenn du eine Schwäche der Wadenmuskulatur hast? Ich habe dir gezeigt, welche Tests du machen kannst und habe dir gleichzeitig auch meine besten Übungen gezeigt, um die Kraft der Wadenmuskulatur Schritt für Schritt wieder aufzubauen. Ich hoffe, du konntest ganz viel mitnehmen aus diesem Video und falls dem so ist, hinterlass mir gerne einen Daumen hoch. Bei Fragen schreib sie mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich sehr auf den Austausch mit dir. Und natürlich, wenn du möchtest, abonniere gerne meinen Kanal, damit du nichts mehr verpasst. Denn in den nächsten Videos wird es auch weiterhin um die Ursachen der Achillessehnenreizung gehen. Das heißt, ich zeige dir, wie du an anderen Faktoren, die deine Achillessehnenentzündung auslösen können, arbeiten kannst. Aber wenn du jetzt dieses Video ausmachst, ist es erstmal wichtig, dass du in die Umsetzung kommst. Stell dich hin, mach die Tests und wenn du ein Kraftdefizit hast, dann leg direkt mit den Übungen los. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg damit.